So, wir sind mit dem Offi. Ich habe jetzt aktuell leider kein Lied da, weil ich jetzt gerade die Folge ein bisschen, ja, nicht improvisieren muss, aber zumindest ein bisschen Gas geben muss. Ich leine mich in den Schmuckset, beziehungsweise so ein, zwei Sachen hier übers Wochenende an Xappi. Der hat irgendwie mit seinem Kollegen oder so eine Challenge. wer irgendwie das krassere, ich weiß nicht genau, was erreicht, Level erreicht oder Equipment erreicht oder irgendwas in diese Richtung, keine Ahnung. Wo ist das Ganze jetzt? Warte mal. Ach, okay. Also wir haben, glaube ich, das höhere Level oder so erreicht oder das bessere Equipment aufbaut innerhalb von einem Wochenende. Und genau, also ich mache da nicht mit und er macht auf alle Fälle halt, oder er macht das Ganze gegen seinen Arbeitskollegen, glaube ich, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe. Und ja gut, ich meine, ich persönlich hätte da wahrscheinlich nicht so direkt die Ausdauer, weil ich meine, ich habe damals mal Offi gespielt und ich habe 8 Stunden am Stück aufgenommen mit Tom und so. Und das war halt schon wirklich, das war nicht mehr lustig. Also ich meine, Fly spielen und so, okay, klar, ist ja ganz cool. Aber da geht es halt schon einfach so in eine Richtung, wo man sagen muss, okay, das ist halt, das ist einfach zu krass. Also ich meine, ich habe kein Problem, wenn ich aufnehme. Oder ich habe damals ja auch mal irgendwie Streams gemacht mit 2, 3, 4 Stunden oder so. Aber 8 Stunden, ja, das ist hart. Und ich meine, wir hatten auch dauerhaft Amtlis an. Das heißt, irgendwann eine Stunde was anderes machen, das so ging halt nicht. Also wäre schon gegangen irgendwie und so, aber wollten halt auch nicht. Und deswegen, ach, keine Ahnung. Naja, jetzt momentan zumindest muss ich sagen, ach, ich wollte noch das Ding machen, oder? YOLO. Bevor Dinger hier komplett useless werden. Warte mal, die Frage ist natürlich gerade, wie schnell ist man das Leveln? 6%. 6% ohne irgendwas. Also wirklich ohne. Pff, keine Ahnung. Prophecy Dark Wings. Okay, das ist schon lustig. Warte mal, 39. Kann man Ringmaster tanken irgendwie? Keine Ahnung. 13 Level drüber. Jetzt nicht direkt perfekt oder passend, aber ist ja egal. Oh, die ganzen Sachen sind bound. Ich werde wahnsinnig. Ah, ich habe natürlich Akro, läuft. Sollen wir irgendwie Abkürzungen anmachen? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir kriegen eh nicht viel Schaden, deswegen ist es eigentlich egal, wie lange das wir brauchen. Aber, Scroll of Blessing, naja. Mal schauen, was das Ding gibt. Ich glaube, so viel gibt es ja gar nicht. Also eine XP jetzt zumindest her. Lass uns nicht stacken, okay. Ja, ich meine, Amplis. Es ist halt generell lustig irgendwie, weil damals waren halt so Amplis auch was Besonderes. Aber ich meine, ich spreche jetzt natürlich von Zeiten, die, ja, schon von längst vergangenen Zeiten, sagen wir mal so. So, let's go. 3100 Attack, 3200 irgendwas Attack. Ich bräuchte unbedingt mal eine Karte, also eine Elementkarte, das wäre jetzt halt wirklich richtig nice. Alter, dieser Schaden. Ach nee, Elementkarten funktionieren glaube ich gar nicht, oder? Shit. Ah, das ist blöd. Bisschen blöd das Ganze. Alter, aber die XP, Mann. Die XP sind halt so krank. Und ich meine, es ist halt noch mit Leech, wäre es natürlich jetzt komplett Overkill eigentlich. Wäre es halt ziemlich cool wahrscheinlich. Aber gut, kann ich jetzt eben nicht machen. Lol. Erstmal vorbeilaufen zum Angreifen. Why not? Okay, Alter, 2000. Ich meine, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wir können jetzt halt irgendwie direkt immer 13 Level drüber gehen. Was halt auch funktionieren würde, meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Lol, das sieht anscheinend krass aus. Das sind andere Wings scheinbar.
Holy moly. Ist noch nicht schlecht. Naja, wobei, jetzt gerade, was wollte ich gerade sagen? Genau, also 13 Level drüber macht, glaube ich, am meisten momentan Sinn, weil, naja, hier irgendwie, weiß nicht. Ich meine, das Problem ist halt, dass im Offi die Spawns immer so klein sind. Also, das heißt, wir haben halt irgendwie drei Monster und die respawnen halt alle 30 bis 60 Sekunden ungefähr geschätzt. Ich weiß es nicht genau. Und, ja, ist halt blöd, weil du halt rumlaufen musst ohne Ende. Und ja. Oh Mann, dieses Folgen hier ist wirklich AIDS. Ich meine, das andere Board fliegt 251. Ich fliege 269. Das ist eigentlich gar nicht mal so ein großer Unterschied da, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist doch jemand Spawn, oder? Ich glaube, ich könnte halt eigentlich direkt so durchziehen, dass ich hier, keine Ahnung, immer, weiß nicht. Also, direkt Korallenticket wäre wahrscheinlich das Beste und einfach durchlaufen, ab und zu Monster mal killen. Weil ich glaube, alles andere ist halt irgendwie echt überflüssig. Jetzt irgendwie großartig auf einem Spawn bleiben, macht dann eigentlich nicht mehr Sinn. Was ist jetzt passiert? Okay, Verbindung verloren. Hier bin ich noch online scheinbar. Ich bin gerade immer noch auf dem Teamspeak drauf und warte, macht der Sound? Nee, ich habe keinen Sound an. Naja. Ist im Prinzip auch nicht wichtig. Man muss auch mal dazu sagen, die Quests würden normalerweise auch noch ganz gute XP geben. Wir könnten, also ich meine, hätten wir jetzt noch eine Party und Party-Skills und alles, ich meine, würden diese Quests hier wirklich in super, also wenn man super schnell farmen, das Zeug. Und die Quests könnte man auch noch abgeben dann und ja, ich glaube, da könnten wir halt echt richtig krass leveln. Und wie gesagt, nehme ich dann noch Pet dazu, nicht Pet, Leecher dazu. Und sowas in der Art. Es wäre natürlich schon heftig. Ja, 11 Level drüber. Vorhütten. Why not? Die halten wie lange? 24 Stunden, okay. Also relativ ähnlich bei Websen. Die geben halt die 24 Stunden am Ziel raus. Die Kuh am Blizzard und die Ultras, oder? Ja, genau. Also 1000% mehr XP halt einfach. Und plus dann, oder? Kann man den anderen Amplis noch dazu stacken? Ich glaube, das geht nicht mehr, oder? Ich bin nicht sicher. Früher hat es funktioniert, aber ich glaube, mittlerweile haben sie das geändert. Also ich meine, es ist ja eh schon brutal genug, deswegen wäre sowieso heftig. Ist er schon heftig im Prinzip. Den ganzen Crap da mal weghauen. So, am 13. Level drüben momentan. Die Dinge gehen einfach so schnell weg, das ist halt Wahnsinn. Und halt auch die XP. Ha, und ich vermisse das Auto-Statting-Feature von Zwift Life. Das ist gerade momentan echt so. Das ist gerade echt ein bisschen bitter irgendwie. Ich meine, ich verstehe das eh nicht. In Flyve, du kannst so viel automatisieren und kannst so viel AFK machen und so. Aber Statten, ich meine, okay, klar, im Office ist es natürlich jetzt nicht so relevant. Aber trotzdem, es wäre halt einfach ein Quality of Life Feature, weil das kostet dir jetzt kein Geld. Also wahrscheinlich weder die Entwicklung kostet irgendwie jetzt großartig was, noch wenn die Geld dadurch verlieren. Und trotzdem ist es halt einfach so, dass es irgendwie, ja. Ich habe das Gefühl, Galalab bzw. Websen oder vielleicht auch Bora, wobei ich bei Bora nicht weiß, aber ich meine, die übernehmen dann Ketchup ganz genauso. Die haben irgendwie immer Angst, dass die Geld verlieren. Das ist echt bei denen. Keine Ahnung. Die sind einfach paranoid danach.
jede Änderung, die die machen, wägen die gefühlt einfach erstmal ab, ob die da Geld verlieren würden oder nicht. Alter, über 7% kriegen momentan. Ist einfach nur broken. 100% Attack Speed haben wir eh. 47% Crit-Rate. 3,3k Attack einfach. Attack, okay. Und ich meine, wie gesagt, hat er mal noch mit den 11% Attack dann durch Empowered Weapon, so heißt das Ding, dann würden wir halt wahrscheinlich komplett eskalieren. Also dann würde man halt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was wir dann kriegen oder hätten an Attack. Wahrscheinlich 200 Attack mehr oder so. Mindestens wahrscheinlich sogar. Wäre wahrscheinlich komplett broken. Also, ich meine, noch mehr broken, als es halt eh schon ist, aber. Naja, ihr wisst schon. Ja, Respawn schon besser. Oder wäre geil, wenn die besser werden. Ja, man könnte halt Life mit so vielen Sachen besser machen. Oder ich meine, es sind noch nicht mal jetzt irgendwie großartige Dinge, die jetzt. Ich meine, wahrscheinlich die Response zu ändern ist einfach nur eine Zahl. Eine Zahl, vermutlich. Und man könnte halt irgendwie auch Fly verbessern, indem man einfach irgendwie. Ich meine, die XP dauerhaft verdoppeln oder so, glaube ich, wird auch keinem schaden. Klar kann man natürlich dann sagen, ja, das sind immer so die nächsten Fly-Spiele, die anfangen, die denken sich dann auch so doppelte XP, wenn cool und so. Es geht immer dann so weiter. Aber. Ich meine, jetzt mal im Ernst. Jetzt sind wir an einem Punkt, wenn man zum Beispiel die XP halbieren würde, vom aktuellen Punkt aus, dann wäre das Spiel halt wirklich wahrscheinlich unspielbar, so. Ziemlich genau. Und wenn man das Ganze halt zumindest mal verdoppeln würde, dann. Ich meine, es ist halt momentan so, wo man so ein Punkt ist, dass man. Ich weiß nicht, am Ende oder ab. Nenn ich mal Piero, ab. Wann war denn das? Ab 110, glaube ich, ungefähr ist das dann so, wo du ohne Amplis quasi noch so 0,01% kriegst. Das ist halt verrückt irgendwie. Yay, 7 Attack mehr. Boah, und diese ganzen seelengebundenen Items. Ich meine, ich verstehe das, dass man die natürlich dann nicht verkaufen kann und so weiter, das ist klar. Aber andererseits, was soll man halt auch damit? Ich meine, mehr als wegschmeißen kannst du Dinge halt auch nicht. Keine Ahnung, ob die irgendwie ein paar Pena wert sind, aber wahrscheinlich auch nicht. Deswegen. Weiß nicht genau. Müssen wir schauen, wie viel das man von diesen ganzen Items da braucht für irgendeinen Reward oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Lootboxen so gibt, irgendwelche Luckyboxen. Ich weiß, ich habe einen Akku hinter mir. Also ein Gig hinter mir, besser gesagt. Müssen wir mal schauen, weil ich glaube, ja, wir haben jetzt noch nicht so viel gefarmt, aber zumindest ein paar hätten wir schon. Wir killen die Monster einfach so schnell, dass wir den Gig einfach ignorieren können. Oh Mann, ey. Dass man Gig halt generell ignorieren kann, ist halt schon mal so eine Sache. Ich meine, das Ding ist wie viel Level über mir? 14 Level über mir. Damals hat man direkt aufs Board geflüchtet. Und jetzt so, ja, pff, was soll's. Weshalb soll ich mich jetzt anstrengen, irgendwie aufs Board zu gehen oder so? Bringt da nichts. Tut eh nix, macht eh keinen Schaden. Tja. Oh, Silver Key. Kurz mal statten. 3,4k Attack. Ich meine, wie schnell es halt die Attack aufsteigt, ist halt wirklich brutal. Das ist Xapu. Level 1.
Haben wir irgendeine Chest oder so? Ich hatte mal hier. Sage Chest. Und einen 10 Schlüssel. Braucht bestimmt wieder Platz, oder? Nach. So, jetzt komm. Gib irgendwas Cooles. Nice. 10 Hot Dogs. Okay. Es geht voran. Es läuft rückwärts, aber es geht voran. Naja, ich hoffe mal, beziehungsweise ich freue mich mal generell drauf, wenn wir dann mal ein bisschen höher sind, wenn wir dann generell, dass man hier LGA mal nutzt und so. Ach, das wäre geil. Ich hatte damals meine Ulti-LGA. Und da müssen wir auch generell wieder mit Sound spielen, weil der Sound von der LGA, also von der Blade, ist halt generell irgendwie cool. Wenn man dann irgendwie jeden Head crittet und so, das ist halt, weiß nicht. Haben wir gerade 4K gecrittet? Ey, ich meine, ich will nicht wissen, wie viel das mir hier dann machen dann. Ich meine, ich habe damals einmal einen Blade Cup mit einem guten Dice-Set, also schon guten Set. Also für damalige Verhältnisse, ich meine, das ist jetzt 7, 8 Jahre her oder 9 Jahre vielleicht. Also waren halt nur 3 Awakes und so, aber ich meine, Suit hatte 16% Attack, was damals eigentlich schon echt gut war. Ulti plus 6 LGA. Und eine zweite LGA mit Ulti plus 1, glaube ich. Oder plus 2, bin ich nicht sicher. Und halt generell so Erweckungen, die ganz okay waren. Halt hier nochmal 9%. Boots, glaube ich, waren Wacky Boots mit 17 oder so. Es war halt damals noch so, ja, hat man halt gehabt. Und das war halt eigentlich damals dann schon einer der guten Awakes. Also einer guten Equips, würde ich sagen. Klar, natürlich hat es auch damals schon krasse Leute gegeben mit krassem Equipment und so. Aber das war halt damals trotzdem gutes Equipment eigentlich. Und ich meine, ich habe damals mit Link im Tower, glaube ich, 50k gegrittet. Was richtig krass war. Alter, wir gritten jetzt schon ein Zehntel davon, was halt echt komplett krank ist. Ohne Link vor allem. und ich glaube, mit diesen ganzen Sachen, mit Schmuck hier und Dragon King Set und Bolo Cloak und so weiter, da eskalieren wir halt wahrscheinlich komplett. Also ich weiß nicht, was man hier dann wirklich macht an Damage. Aber ich glaube schon viel, oder? Müsste schon ein bisschen was sein, würde ich mal behaupten. Naja, ich beende meine Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.